Welche Lehren zieht der Deutsche Fußballbund aus dem WM-Debakel in Katar? Darüber wird zur Stunde auf einer Krisensitzung beraten. Eigentlich sollte es ein Vierertreffen werden, aber nach dem Rücktritt von DFB-Direktor Bierhoff am Montag blieben drei übrig. Verbandspräsident Neuendorf, Bundestrainer Flick und Liga-Aufsichtsratschef Watzke. Sie wollen nicht nur auf Katar zurückblicken, sondern auch nach vorne zur EM 2024 in Deutschland. Und wir fragen Jakob Schaumann in Frankfurt am Main. Fußball Deutschland wartet dringend auf Informationen. Was tut sich beim DFB in Sachen Neuausrichtung? Ja, diese Sitzung von Bernd Neuendorf, Hans-Joachim Watzke und Hansi Flick, die scheint vor wenigen Minuten zu Ende gegangen sein, denn es tat sich auf einmal so ein kleiner Tumult auf. Dann kam ein großer Geländewagen von der Tiefgarage hochgefahren und am Steuer saß Hansi Flick. Also dieses Gespräch scheint zu Ende zu sein. Wir warten jetzt auf weitere Informationen, wie es weitergeht. Auch Hans-Joachim Watzke wurde kurz in der Lobby des Hotels gesehen. Der bleibt auch hier, denn hier findet nachher auch noch ein weiteres Treffen der DFL in dem Fall dann aber statt. Aber dieses Treffen zwischen den dreien, das scheint vorbei zu sein. Das Ergebnis ist leider noch nicht bekannt. Ja, ich wollte sagen, wann rechnen Sie denn mit einer Entscheidung, mit einem Ergebnis? Ja, das bleibt jetzt abzuwarten. Also ich vermute mal, dass im Laufe des Abends es da schon irgendwie eine Nachricht geben wird. Entweder Hansi Flick geht oder Hansi Flick bleibt. Also in diese Richtung, damit kann man zumindest jetzt schon mal rechnen. Ansonsten, es gibt auch in den kommenden Tagen noch ein bisschen Zeit, denn morgen, da treffen sich die Landesfürsten des DFB. Am Freitag soll es dann noch mal ein Treffen geben. Also da gäbe es auch noch mal genügend Zeit, um darüber zu diskutieren, darüber zu sprechen, wie es weitergehen kann. Dieses Treffen heute aber, das einberaumt wurde am Nachmittag, das ist jetzt erstmal vorbei offenbar. Dankeschön, Jakob Schaumann.